Am Samstag startet um 7 Uhr morgens ein 24-Stunden-Stream auf diesem Kanal. Schaltet auf jeden Fall ein und stellt euch jetzt schon mal einen Wecker. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video möchte ich euch so wie jeden Donnerstag mal die neue Eventwoche in GTA Online vorstellen. Und diese ist diese Woche echt, ja, traurig. Bevor ich euch diese aber vorstelle, möchte ich mich nochmal bei allen Leuten bedanken, die jetzt während meines Urlaubs fleißig auf Instagram am Start waren und das Ganze ein bisschen verfolgt haben. Es sind wirklich unnormal viele gewesen. Jede Story hat über 2.500 Aufrufe und das ist deutlich mehr als normalerweise die Stories. Insofern vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber jetzt haben wir auch genug rum erzählt. Lasst uns direkt mal mit dem Video starten. Let's go! Warum habe ich am Anfang gesagt, die Eventwoche ist traurig? Naja, schaut euch das folgende mal an. Wir bekommen doppelt Geld und doppelt RP auf alle Stuntrennen, auf die Bodyguard und auf die Mitarbeitergehälter und das war's auch schon. Zudem bekommen wir noch 40% Rabatt auf die gleichen Sachen wie letzte Woche, allerdings nicht die Fahrzeuge. Wir bekommen 40% Rabatt nur auf die mobile Kommandozentrale und deren Renovierungen, auf die Avenger mit Renovierungen und Erweiterungen, auf den Terabyte, auf die Basen, die Hangars, die Büros, auf die Spezialfrachtwarenhäuser, die Bunker, die Biker-Clubhäuser und die Unternehmen dazu, die Nachtclubs mit den Nachtclub-Renovierungen und Erweiterungen und auf die Nachtclub-Garagen. Und das ist auch alles. Es gibt kein Fahrzeug reduziert. Es gibt nur diese Gebäude, die die meisten entweder schon haben oder die man nicht wirklich braucht. Und ich muss ehrlich gestehen, ich finde das Ganze schon ziemlich traurig von Rockstar Games, denn vor über 4 Wochen haben sie ein neues Update angekündigt und gesagt, dass in Kürze neue Informationen kommen. Nicht bald, nicht demnächst, sondern in Kürze. Und in Kürze ist, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, der das so versteht, in Kürze bedeutet für mich sehr bald, sprich in ein, vielleicht 2 Wochen, aber auch mehr nicht. Und jetzt lässt uns Rockstar Games mindestens 4 Wochen auf neue Informationen warten. Wir wissen immer noch nicht, ob wir heute etwas bekommen. Und als Entschädigung für sowas bekommen wir jetzt noch nicht mal irgendwie eine richtig fette Eventwoche, wo wir richtig, richtig viel Geld machen können, wie mit zum Beispiel dreifach Geld auf alle Kontaktmissionen oder auf alle Heists oder irgendwie sowas. Sondern wir bekommen hier so eine, ja, so eine Wischiwaschi-Eventwoche. Ich weiß auch nicht, was sich Rockstar Games dabei gedacht hat. Nun gut, Leute, das war jetzt auf jeden Fall die neue Eventwoche in GTA Online und ich werde heute Abend um 20 Uhr livestreamen, vorausgesetzt, dass Rockstar Games keinen Trailer veröffentlicht, ansonsten muss ich natürlich Videos über den Trailer machen, aber ich denke, das ist selbstverständlich, also behalte 20 Uhr aber mal im Hinterkopf. Ansonsten sehen wir uns spätestens im 24-Stunden-Stream am Samstag wieder, jetzt bin ich raus, haut rein, bis bald und Peace. You wanna take this onward? Play me like a doll, slap me really hard. Baby, 'cause you cannot be for real.